Was glauben Sie, wird als Symbol für diese verrückte Corona-Zeit in Erinnerung bleiben? Was wird überhaupt bleiben? Ich habe ein paar Gedanken dazu in diesem Video zusammengetragen. Ist es wirklich die Rolle Klopapier, die als Symbol für diese verrückten Zeiten in die Geschichte eingehen wird? Diese leeren Toilettenpapierregale, die haben mich an meine Vergangenheit erinnert. Ich denke noch daran, wie ich als Junge in der DDR von Papierladen zu Papierladen gelaufen bin mit der schlichten Frage: Haben Sie Klopapier? Manchmal stand es schon draußen am Schaufenster in großen Lettern mit Schlemmkreide geschrieben: Kein Toilettenpapier, Ausrufezeichen. Die Verkäuferinnen hatten die Fragerei satt. Jetzt sind wir teilweise wieder soweit. Kurios und ich denke völlig unnötig. Weil wir aber schon bei Toilettenpapier sind. Als wir vor wenigen Jahren die Wohnung von meiner Mutti aufgelöst haben, da fanden wir im Bad auch eine Häkelpuppe. Ältere, die in meinem Kulturkreis gelebt haben, erinnern sich vielleicht. Es gab da so handgefertigte Häkelpuppen mit einem weiten Rock. Und unter diesem Rock verbarg sich eine Rolle Toilettenpapier. Diese Puppen, die passten kulturell ungefähr zum Wackeldackel der 1970er Jahre, der in vielen Autos so auf der Hutablage mitfuhr. Manche erinnern sich. Jedenfalls fand sich unter der Puppe in der Wohnung meiner Mutti tatsächlich eine Rolle Toilettenpapier, und zwar noch aus der DDR. Die musste ich schon aus historischen Gründen aufheben. Das Papier, das fühlt sich ein wenig an, so wie derbes Krepppapier. Also ich hätte eine Reserve für die Not. Zurück zur Frage nach dem Symbol. Wird tatsächlich Toilettenpapier zum Symbol für unsere Zeit? Oder wird es doch eher die Gesichtsmaske? Die Maske, ein Bild, das wir bis dato nur aus Asien kannten. Und wir dachten, naja, man kann es auch übertreiben, diese Asiaten. Aber jetzt ist die Maske auch in Deutschland eingezogen. Und das Schlimme ist, man kann nicht mal ein Lächeln zeigen. Wenn man heute einen Bericht im Fernsehen sieht, wo Menschen in einem Restaurant dicht beisammen sitzen oder sich dicht bei dicht an einem vollen Strand ahlen, da denkt man reflexartig, spinnen die? Und dann kommt erst der zweite Gedanke, ach ja, der Bericht ist also älter als meinetwegen 4 Wochen. Können wir uns noch daran erinnern, dass wir uns in einen vollen Bus oder eine volle Bahn hineingedrängelt haben, sodass kaum noch die Türen zugingen? Erinnerung an eine ferne Zeit. Manche Sätze kann man ja zurzeit auch kaum noch sagen, wie etwa, ach komm, lass dich mal drücken. Oder, du hast so ein ansteckendes Lächeln. Nun ja, das ist jetzt schon das dritte Ereignis in meinem Leben als Erwachsener, das überraschend kam und das das Leben sehr entscheidend verändert hat. Wenn ich die drei Ereignisse nenne, dann wird sofort klar, dass ich eben nicht mehr zu den Jüngsten gehöre. Denn das eine war der Mauerfall. Kurze kuriose Geschichte dazu. Im Herbst 89 habe ich als Jugendpastor in Jena in der Nähe vom Planetarium Vorträge gehalten. Und es war sehr schwierig, dafür Flyer oder Einladungskarten genehmigt zu bekommen. Wir haben lange mit den Behörden gerungen, bis es endlich soweit war und sie uns erlaubten, das zu drucken, was wir vorhatten. Nun ja, dann war es soweit. Endlich hielt ich also jeden Abend meine Vorträge. Der Saal war voll. Hier und da waren auch einige Stasi-Leute darunter. Und auch an jenem Donnerstag, dem 9. November, hielt ich mein Thema. Und als ich dann spät abends in meinem angemieteten Zimmerchen mich in den Sessel setzte, die Nachrichten schaute, traute ich meinen Augen und Ohren nicht. Während ich meinen Vortrag gehalten hatte, war die Mauer gefallen. Das Kuriose jedoch war, wie das Thema für den nächsten Abend, Freitag, 10. November, lautete: Ich atme frei. Das hatten wir nichtsahnend viele Wochen vorher geplant. Es war geradezu ein prophetisches Zusammentreffen. Also das erste überraschende Großereignis war der Mauerfall. Für mich war es ein gutes Ereignis. Wer will, kann sich auch mein Video dazu anschauen. Die Veränderungen, die das mit sich brachte, die waren natürlich gravierend. Die kann ich gar nicht alle aufzählen. Da wäre zum Beispiel zu nennen die Umwälzungen in der DDR-Wirtschaft, der Verlust der ideologischen Grundlage für viele, die Arbeitslosigkeit, die Orientierungslosigkeit, die Unsicherheit,
Und nachdem der erste Jubel verklungen war, auch enttäuschte Hoffnungen, weil der dritte Weg nicht gelang. Also der Versuch, eine Welt aufzubauen, die von beiden Systemen das Gute übernahm. Dann die Glücksritter, die Schlitzohren, aber auch die Entfaltungsmöglichkeiten, die Reisemöglichkeiten, das grüne Band, die Erholung der Städte und Dörfer, der Wiederaufbau. Klar, junge Leute hören solche Geschichten mit Ohren, wie ich sie immer hatte, wenn jemand vom Krieg erzählte. Weit weg und doch Grundlage für das gegenwärtige Leben in unserem Land. Das andere Ereignis, das so einschneidende Folgen mit sich brachte und als Nummer zwei quasi in meinem Leben rangiert, das war leider nicht so angenehm. Das war das sogenannte 9/11, also dieser Anschlag, die Anschläge im September 2001 in den USA. Viele wissen noch, wo sie waren, als sie von dem Anschlag gehört haben. Ein Jahr zuvor hatten meine Frau und ich noch silberne Hochzeit in New York gefeiert. Auf den alten Fotos sieht man noch die Zwillingstürme. Wir waren dort entlang spaziert und jetzt das. Ich erinnere mich noch, wie ich unter den Menschen stand, die unter den Linden in Berlin vor der amerikanischen Botschaft ihre Anteilnahme zeigen wollten, die sich ins Kondolenzbuch eintrugen, Blumen niederlegten. Dieser Anschlag hat viele Menschenleben gekostet, aber er hat unsere Welt auch nachhaltig verändert. Kriege waren die Folge. George Bush begann ja damals mit dem sogenannten Patriot Act, einem Gesetzespaket, das eigentlich nur für 4 Jahre Bestand haben sollte. Aber wesentliche Teile davon sind auch nach fast 20 Jahren immer noch in Kraft. Und vieles von dem, was wir heute an Sicherheitsvorkehrungen, zum Beispiel an Flughäfen, erleben, das geht auf diese Zeit damals zurück. Abhörmaßnahmen, Überwachung aller Orten, Gesichtserkennung, alles Spätfolgen. In der Absicht, Terrorismus zu bekämpfen, da sind teilweise Systeme etabliert worden, die nahezu genauso gefährlich sind. Interessant fand ich, wie sich nach dem Anschlag der Himmel veränderte. Einfach dadurch, dass schlagartig für mehrere Tage kaum noch ein Flugzeug aufsteigen durfte. Man wusste ja nicht, was alles noch kommt. Die Unsicherheit war groß, also Flugzeuge alle auf der Erde. Und das Blau des Himmels intensivierte sich. Und jetzt sieht es gerade wieder danach aus. Wir erleben gerade wieder, wie Flugplätze zu Parkplätzen werden. Ja, und damit wären wir beim dritten überraschenden Ereignis mit einschneidenden Folgen, Corona. Da sind Klopapier und Masken eigentlich nur Nebenerscheinungen. Was werden die Langzeitfolgen sein? Nun, manche Machthaber scheinen damit zu liebäugeln, im Namen der Krankheitsbekämpfung Instrumente zu entwickeln, die ihnen die Macht sichern. Und es gibt auch Firmen, die liebend gern noch mehr Überwachungssoft und Hardware verkaufen würden. Ich bin ein positiver Mensch und ich male den Teufel nicht an die Wand und habe Hoffnung für die Menschen. Aber ich habe Diktatur erlebt. Die war zum Glück noch auf Karteikarten angewiesen. Rückblickend muss man ja sagen, dass man froh sein muss, dass die DDR-Oberen in ihrem Überwachungswahn noch nicht die Technologie zur Verfügung hatten, die wir heute haben. Und nun hat künstliche Intelligenz schon die Türklinke zu unserer Welt in der Hand. In China oder zumindest in Teilen von China, so Medienberichte, wird schon massenhaft überwacht. Am schlimmsten finde ich das sogenannte Sozialkreditsystem. Das heißt, da werden Menschen Punkte nach ihrem Verhalten zugeteilt. Und je nach Punktezahl hat man Möglichkeiten oder eben nicht. Wer wenig Punkte hat, darf nicht mal verreisen. Wer andere denunziert, wird mit Pluspunkten belohnt. Das hatten wir schon in der deutschen Geschichte. Stephen Hawking hat sinngemäß gesagt, dass die künstliche Intelligenz die höchste Leistung der Menschheit sein wird. Aber auch ihre letzte. Dieses mächtige Werkzeug der sogenannten KI kann unendlich viel Gutes bewirken. Sie kann Sicherheit schaffen, Gesundheit schützen und vieles mehr. Aber diese intelligenten Maschinen, die könnten auch eines Tages einfach entscheiden, dass wir als Menschheit insgesamt abgeschafft gehören, weil wir immer wieder Probleme verursachen. Das wäre die eine Gefahr. Und die andere, mindestens genauso gefährlich, denke ich, vielleicht noch gefährlicher, nämlich dass künstliche Intelligenz in falsche Hände geraten könnte.
Denn wenn so ein Instrument in die Hände eines Diktators gelangt, dann Gnade den Menschen. Denn so ist es mit vielen Dingen, die der Mensch schafft und erfindet, produziert. Die sind eine große Hilfe, können einen enormen Fortschritt bedeuten, viel Wertvolles schaffen. Aber auch das Gegenteil. Und je größer die Hebel werden, die wir in die Hand bekommen als Menschheit, umso größer wird der Nutzen, aber eben auch die Gefahren. Die Bibel spricht übrigens auf ihren letzten Blättern von einer Zeit, wo Menschen von einem System kontrolliert werden. Und wer sich nicht anpasst, wird vom gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen. Da machen mir Städte wie San Francisco und andere Mut, die sich entschieden haben, Gesichtserkennung grundsätzlich aus der Stadt zu verbannen. Da wird die Chance, dass menschliches Leben menschlich bleibt, wieder etwas größer. Es wird eine Zeit nach Corona geben. Achten wir darauf, dass wir unsere demokratischen Freiheiten und Grundrechte im vollen Umfang wiederbekommen. Und sorgen wir dafür, dass die Würde des Menschen unantastbar bleibt. Das entspricht übrigens sehr auch dem Menschenbild, das man schon in der Bibel an manchen Stellen sehr deutlich findet. Der Mensch wird dort als wertvoll bezeichnet. Das ist ein Menschenbild, dem ich mich gern anschließe. Bleiben Sie gesund.